Niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Außer den beiden Wahnsinnigen hier. Oh ja, jetzt wo du sagst und ich die Mauer wieder sehe. Ich habe es gesehen beim Einloggen unten. 352 oh, Logs, bitte. Okay. So, ich habe vergessen beim letzten Mal, das ist mir heute eingefallen. Erstens den Baumstumpf hier, der muss weg. Weil der wächst uns sonst wieder nach irgendwann. Oh. Und okay. Mache ich das wohl mit dem anderen auch? Boah, das geht halt kaputt, verdammt. Normalerweise geht es relativ schnell. Ah, jetzt. Haben sie auch geändert, dauert auch länger. Aber, warte mal. Ich habe auch die falsche Axt. Jetzt. Yay, sehr gut. Weil ja. Wir sollten uns hier auch noch ein Tor hinmachen. Ah ja, wir wollten ja von beiden Seiten, ne? So. Ja, weil wenn wir hier hinten ankommen von irgendwo, was weiß ich, wo wir da herkommen könnten, und erst drum rumlaufen müssen, blöd. Boah. Muss schon das gesamte Ding rumhoppeln. Ja. So, ein Holzmoped steht da hinten. Wo zur Hölle steht das andere? Ach, ja. Weil die sollten wir mitnehmen. Ach so, und kleine Anmerkung, wir sind nur zu zweit heute. Der Kollege Triple X ist krank. Ist das? Aber ich brauche noch was zum Futtern, weil sonst... Was zu schnabulieren? Jo. Ich guck gerade... Ach komm, Blaubeeren. Ich brauch schon wieder Medizin. Ich habe letztes Mal irgendwann noch eine gedonnert gekriegt. Eindeutig. So. Boah, wo fällen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir machen es ganz einfach. Wir klauen den da oben bei ihrem komischen Dorf einfach mal ihren Wald. So, und weil ich eine faule Sau bin. Hä? Der Baum hier, ist der nachgewachsen? Ich erinnere mich nicht an den. Aber ich glaube, bis jetzt war noch keiner dabei, also gefühlt zumindest nicht. Ja, deswegen, aber ich erinnere mich an den hier nicht, vor dem ich gerade stehe. Oder ist ja mit dem letzten Patch was reingemacht, was ich aber auch eher nicht glaube. Ich kann mich aber auch tauschen. Ich kann mich auch täuschen. So. Ja, wassertechnisch in den Schildkrötenschalen ist nichts drin. Es hat aber auch ja nicht mehr geregnet. Sieht ein bisschen mau aus. Guck mal, da war doch irgendwas mit den Rehfällen. Mal nachher schnell schauen. Ach Mann, ja, hier kann man auch kein Baumhaus hinbauen. So, wo ist mein Moped? Dann wird dieser Baum jetzt fallen. Moped? Das steht ganz rechts von mir, beziehungsweise ganz weit draußen, das ist mit der gelben Flagge. Ach, da war doch was, ich meine... Ja, oder ich hab's auch rausgeschoben, ja. Okay. So, dann gehe ich mal dorthin. Da stehen ja noch ein paar Bäumchen oben. Ich mach's jetzt erstmal anders. Oder ich komm, na, man sollte vielleicht nicht so weit auseinander sein. Stell's einfach neben mein Moped. Genau, falls Tiffany und Bob erscheinen. Oh ja, stimmt, Tiffany und Bob. Oh. Ach Menno, ich will diesen Baum fällen. Der nervt mich hier. Ducken. So. Hacken? Geht auch nicht. Ducken, hacken. Ach, Menno. Ah! Bleibt wieder dieser eine blöde Baum stehen. Und dann kommen wir am besten einfach hier hoch. What the shit? Ich glaube, mein Handy dreht gerade durch. So. Geht nicht. Ich bin am Aufnehmen. Ich kann jetzt nicht antworten. So, da bin ich. So, und dann würde ich sagen, fällen wir einfach hier oben die Bäume und schmeißen die Loks einfach runter. Fertig, erstmal, so am Anfang. Ja. Einfach hier wild durcheinander, alles was hier rumsteht, fällen. Wir nehmen den jetzt einfach ihren Lebensraum. Das sind die spanischen Inquisitoren. Und so wird es ihnen auch vorkommen. Und die stellen dann die Mayas da. Als Tipp, benutz mal die moderne... Achtung, Achtung, Achtung. Oh, geh mal da weg. Achtung, Baumfeld. Benutz mal die moderne Axt. Oder hast du die schon in der Hand, weil das geht schneller. Nee, ich hatte noch die alte, ja. Da können wir nämlich in no time hier die Bäume fällen. So, jetzt schmeiße ich das Zeug erstmal hier runter. Wollen die... Machen wir nicht drehen? Hier so klar. Bisschen drehen, ja. So, dass du mir anguckst und dann G drücken.
Genau, weil dann rollen sie schön runter. Ah, alles klar. Juhu. Mich nervst du, dass der eine blöde Baum, dass er sich nicht fällen lässt. Finde ich gemein vom Spiel. So, jetzt mähen wir uns einfach mal komplett hier durch. Oh, der, oh Gott, die ist ja nice. Ja, geht voll schnell. Zack, zack, zack. Bisschen schneller könntest du sein. Ah, nee, der fällt nicht. Oh, wenn er mir auf Zumindest dem nicht Kopf auf mich. fällt. Nee, nee. Wenn er mir auf dem Kopf fällt, ist alles gut. Oh, die müssen wir aber holen, weil die rollen sonst zu weit weg. Okay. Oh, den habe ich gut gefällt. Da fliegt die Hälfte ja schon runter. Ja. Epic! Aber Läuft. wir können, glaube ich, noch 5 Jahre fällen, weil 350 Logs. Dö-dö-dö-dö. Ja, Du gehst ein das. Stück darüber, ich näher mich hier dem Dorf und mähe hier noch die restlichen Dinger ab. Alles klar, dann Eiskalt, alles werde ab. ich mal. Na, der Baum ist ein bisschen schmal, der gibt bestimmt nur Sticks, aber egal, weg damit. Kann ich So. überhaupt noch Sticks einsammeln? Ja, cool. Ja. Und läuft prima. Zack. Na, viele Bäume sind es hier, glaube ich, gar nicht. Bei denen am Dorf vorne, am Rand. Das denkt man, die sind ziemlich schnell weggemäht. Ich glaube, wenn wir heute nur die Mauer schaffen, sind wir schon gut. Dann sind wir schon gut dran. Und der rollt auch noch runter, sehr gut. Beinahe richtig runtergerollt oder was? Nachher müssen wir nur an der Felskante entlang laufen, um die Loks einzusammeln. Perfekterweise. Ja, richtig, da kann man schön aufladen, alles immer. Ja. Und weg damit. So, Wanne. Ah, dann fälle ich den hier auch gleich. Bisschen effektiver arbeiten hier. Ich finde es doof, dass kein Baum in der Nähe war bei uns in der Base, wo man eine Plattform hätte bauen können. Oh ja. Ah, das wäre so gut gewesen. Das hätten auch noch schön reingepasst. Das wäre so gut gewesen. So. Zack, zack. Und zack. So, hier haben wir noch Hoppeli hopp. einen. Dann habe ich die Seite vom Fluss schon geklärt. Den im Fluss lasse ich mal stehen. Das sind zwei, drei. Das lassen wir erstmal als Grenze. Und Knochen. Aha, kleines Reh. Oh, da kommt er. Der Freak. Der Freak. Ich wollte Das schon scheint fragen, Bob. Bob oder Bob. Tiffany? Ah, ich glaube, es ist Bob. Bob. Ich muss sowieso zu dir rüberkommen. Ja. Ich eile. Ah, ich Ich eile. muss. Ich Das ist Bob. muss die Axt wechseln. Oh ja, das. Hey, runter von dem Baumstumpf. Onkel, wow. Oh, das What sind the? mehrere. Hast du es gesehen, wie er mich Ja. weggehauen hat? So, ich sterbe jetzt auch. Hallöchen, ich bin hier. Also kommt zu mir. Wir sind zu zweit. Wo bist du? Ah, ja. Kopf ab. Ja, kommt her. Keine Lust, zu euch runterzukommen. Dafür bin ich Vier jetzt zu faul. Stück. Au. Jawohl, komm her. Och, und, ey, da kommen ja immer mehr. Ich Ich glaube, so viel zum Thema Lebensraum wegnehmen. genau deswegen. Wenn sie sich lernen, haben sie irgendwann gar keinen Wald mehr. Schweine. Der kann uns übrigens sowieso nicht sehen mit seinem Gürtelkopf. Und der dritte ist wieder geflohen, oder? Yeah, you better run. Aber ich höre irgendwie noch so ein bisschen leicht im Hintergrund schreien, oder bilde ich mir das nur ein? Das ist möglich, aber die Spanier haben sich ja durch die Mayas auch nicht beeindrucken lassen. Also, weiter geht's. So. Ich bin schon wieder komplett blutverschmiert, nur wegen den Säcken.
Es ist nicht mal mein Blut. Ich würde es ja verstehen, wenn es mein Blut wäre, aber nein. Not mine. Nur als Tipp mit dem Baumfällen. Der fällt in der Regel immer in die Richtung, in die du guckst. Also guck am besten in die andere Richtung beim Fällen. Also bei dem funktioniert es nicht mehr, aber beim nächsten. Ja. Oh, oh. Vorsicht. Ja. Also so rum. So rum. Weil dann fliegt er nämlich gleich den Hang. Ah, ja. Sehr gut, okay. Was der? Jetzt ist der Log im Weg. Weg da. Ich habe auch gerade einen. Machen ja, können. Ja. Irgendwo. Oh, goddamn, what the shit? Geh weg. Was denn? Komm her. Ah, ich muss ein bisschen besser. Ja, jetzt fällt dir nichts mehr, ne? Jetzt hast du aber richtig eins auf die Mütze gekriegt, mein Freund. Und schon ist er ruhig. Ah, ja. Und ich muss Medizin nehmen, der hat mir echt gut eine gedonnert. Egal. Kann Medizin craften. Bumm. So, dann sammle ich mal erstmal wieder ein und schmeiß im runter. Ernst, ein Schlag. Echt? Ne, zwei Schläge. Zwei Schläge am Baum haben gefehlt. Zwei. So zwei ein Störenfried. Oh, hier liegt schon Schnee. Oh. Das heißt, wir nähern uns da schon. Weißt du was? Lass uns die Holzmopeds holen. Ich glaube, es geht schneller. Als alles einzeln da runtertragen. Ich nehme nur die zwei hier mit, weil die liegen eh da unten. Ja, wenn wir sie nur hier runterfahren und die Dinger einfach hier hinschmeißen, dass wir hier wie so einen Haufen haben. Okay. So. Einfach hinschmeißen. Wir sind, glaube ich, noch nicht mal annähernd fertig. Ich glaube, wir haben gerade mal an der Zahl gekratzt, so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich, ich kann es auch gar nicht einschätzen, ich habe auch gar nicht mitgezählt so wirklich. Was eh schwer ist, wenn man zu zweit Bäume fällt. Da kannst du mitzählen, einfach knicken. Boah, da bleiben. Lass mich zwischendrin mal auch kurz um dieses komische Wasserteil da kümmern, also um den Wasserbehälter, die Wassertasche. Zweimal Rehaut. Ah, warte mal. Zweimal Rehaut habe ich doch. Einmal, zweimal. In die Mitte legen und craften. Ja. Ah, wieso habe ich das beim letzten Mal übersehen? Okay. Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. So, und weil ich ultra faul bin, fahre ich das Holzmoped nicht bis nach unten, sondern einfach hier an die Kante und schmeiße einfach alle runter. Was mache ich falsch, wenn es trotz allem nicht gecraftet werden will? Hä? Also ich habe zweimal Reh reingelegt, und aber das Rad ist noch nicht voll, da fehlt noch was. Ist es Reh oder Hase? Dir ist. Okay. Dir ist Reh, ja, definitiv. Leg mal noch einmal Rope dazu. Ah. Stimmt. Ich vergesse jedes Mal das Rope in den Rezepten, aber in allen. Nein! Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich das equipped? Hilfe! Ja, dann einfach nochmal I drücken und nochmal rein. Ich vergesse jedes Mal das Rope, ja, man braucht Rope. Equip? Ja, ich habe jetzt mal I und wieder weg und nochmal rein und trotzdem ist mein... Komisch, einfach in die Mitte legen. Fang mal mit dem Rope an und leg dann die Skin dazu. Ich habe anstatt natürlich R, um sie... Oder anstatt das rauszunehmen, habe ich links geklickt. Ah. Hab's also angezogen. Ich vermute mal, ich trage das jetzt. Kannst du bestimmt gleich beschreiben. Ja, an den Händen. Das heißt, du musst nochmal ein neues Reh fangen oder töten. Ah, lecker. Weil du brauchst ja die Skin wieder. Das heißt, man passe auf beim Reinlegen. So, okay. Ah, wo sind denn hier noch Baumstämmchen? Kann ich hier nicht draus trinken. Ah, da oben ist noch einer. Hallöchen, ich möchte hier trinken. So, und dann habe ich vorhin die Rehe nämlich gesehen. Da werde ich mir gleich mal ein Tier unter den Nagel reißen. Wo sind sie jetzt hin? So. Es ist zwar nicht gesund, aus den Bächen und so weiter so zu trinken, aber es gibt noch keine implementierte Krankheit. Deswegen, okay. Dann mache ich das jetzt nochmal auf. Da ich gerade viel zu weit weg von zu Hause bin.
So, Pilze, Pilze essen und Wasser trinken. Yay! Du hast jetzt aber einen Vorteil mit den Rehdingern. Du bist gegen Kälte geschützt. So, das stimmt, das die kompletten Klamotten wollte ich eigentlich auch irgendwann mal noch zu, oh, zusammenkriegen. Und hepp, und hepp, hopp. Oh. Ist mir beim letzten Mal auch schon passiert, dass ich in dem Wasser stand und das Symbol fürs Trinken nicht kam. Ja, das ist ein bisschen tricky manchmal, an manchen Stellen. Gefühlt. Es ist ja auch zu geil. Hier unten, Sonne, strahlender Himmel. Dann komme ich hier über die Schneegrenze. Und? Ja, wo ist's? Gerade eben hat es hier noch geschneit. Hier. Und es schneit. Instant. Voll gut. Ja. Voll gut. Sieht fast aus wie hier draußen. Wobei vorhin hat es nicht geschneit, Gott sei Dank. Ich hasse kaltes Wetter. Einfach abgöttisch. Ja. So, falls du nachher mal das Reh vorbei huschen siehst, dann dran denken, dass du mir. Oder ich hau's um. Ja. Das hat ja beim letzten Mal dann auch funktioniert. So. Ja. So. Wieder ein Moped voll. Heißt, wieder ein Moped muss entladen werden und du fliegst da runter. So, manchmal ist es ein bisschen buggy. Oh ja, da unten liegen auf jeden Fall schon einige Loks. Na, komm her. Und heppa. Au. Was zum Geier? Ich nehme die Loks aus dem Moped raus und mir fliegen die Dinger ins Gesicht und er lässt sie los, statt sie runterzuwerfen. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder nicht. What the fuck? Aufhören. Spiel. Oh mein Gott. Das sieht aber schon gut aus hier. Das ist Bauhausstil neu definiert. So. Na? Moped wieder leer. So, ich bin immer noch beim. Aber mit der neuen Axt geht es jetzt halt Razzi. Oh, das geht so cool. Bin auch froh, dass wir das Ding jetzt haben. Ach, halt einer fehlt noch. Ups. Elf Stück passt immer drauf. Zur Not kannst du meinen. Ah, warte. Passt schon. Da. So. Alles klar. So, dann hoppel ich mal davon. Es wird so licht hier. Upsi. So viel zum Thema Lebensraum zerstören. Ja. Jetzt muss ich doch mal aufs Handy gucken, weil das hört. Ich sehe schon, das haben wir optimiert. So. Sorry. Ich mag das nicht, wenn das Handy irgendwie so gefühlte 100.000 Nachrichten anzeigt. So. Weil das könnte mal was Wichtiges dabei sein. Das stimmt. So. Ah ja. Weg. Dann kloppen wir das also hier rein, okay. Der Baum kippt um. Sehr gut. Nächster. Ich weiß gar nicht. Ach, du baust schon welche an? Ja. Jo, hau, so, das soll ich. Hau mal ran, was da so rumliegt, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, wie viel wir noch brauchen. Wie viel Lebensraum okay. Wir noch zerstören müssen. Ach, ich glaube jede Menge. Hier oben sind die irgendwie niedriger frequentiert, habe ich das Gefühl. Ich guck gerade mal, ich beobachte gerade mal den Bildschirm, weil ich habe gerade ein Rascheln gehört und ich bin nicht sicher, ob es von mir war. Aber sieht gut aus, war wohl mein Rascheln. War bestimmt mein dicker Hintern. Der durch das Laub. Der durchs Unterholz gewackelt ist. Ich glaube, ich wäre in echt nach einem Baum schon tot für den Tag. Also von wegen Hütte bauen, ja, könnt ihr gerne machen. Ich, nee, ein Baum reicht mir. Boah, wir sind halt auch nicht Bear Grylls, das darf man auch nicht verachten. Also ich muss schon sagen, diese Rehhandschuhe, die sehen schon echt tussimäßig aus, ey. Das geht noch, du kennst doch Ugg Boots, oder? Ja. Das war der Running Gag im letzten Teil, bau dir mal die Hasenfellschuhe. Dann siehst du weltweit den ersten. Okay,
Jetzt muss ich überlegen, Ach, wie ich das ausdrücke, ohne dass ich irgendeinen beleidige. Nee, wenn ich sage, den ersten Mann der Welt mit Akbuts, stimmt nicht. Wenn ich sage, den ersten Heteroman der Welt, beleidige ich irgendwie alle Randgruppen. Ah, dann siehst du einfach einen Dude mit hässlichen, selber gebauten Akbuts. Ich glaube, so ist es am wenigsten schlimm für die Beteiligten. Ich will ja auch niemanden beleidigen. Das ist ja jeder darf ja machen, wie er möchte. Jetzt gib mir endlich das Trinksymbol. Ey, wie ich das. Ich will auch nur saufen. Ja! Nur ein Schlückchen trinke. So, komm dann aber mal zurück, Ja. weil guck dich einfach mal ein bisschen um. Es ist sehr hell. Deswegen. Ich würde Oh einfach mal ja. hier anfangen, die Loks, die wir hier den Hang runtergeschmissen haben, schon mal anzubauen. Dass wir Oh ja. sehen, wie viel da Ich ungefähr. komme, bevor. Bevor wir doch noch Besuch kriegen von Bob und Ja. Tiffany. Was? Und es wäre nice, wenn es mal zwischendrin doch mal jetzt abends regnen würde. Oder nachts. Irgendwas. Ja. Hauptsache Regen. Oh, hier ist noch ein Lagerfeuer. Das mach ich mal an. Ah. Oh ja. Da ist schon wieder Ach, und ich weg. hab's wieder vergessen. Man kann L drücken, dann hat man das Feuerzeug in der Hand. Aber jedes Mal, ey. Die kommen garantiert zu Besuch. Natürlich ist es Nacht. Zur Not rennen wir rein und pennen. So sieht's aus. Weil die spawnen, glaube ich, mehr oder weniger dann. Oder rennen halt weg. Innerhalb von den 8 Stunden, wo man schläft. Was, 13 Loks für ein Tor? Holy moly. Das muss aber ein verdammt gutes Tor sein. So. Machen wir hier noch was ran. Ja, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Nein, überhaupt nicht. Klopp, klopp. Nein. Würden wir nie tun. Klopp, klopp. Ja, 304, okay. 50 haben wir auf jeden Fall gut oder locker. Es könnten sogar echt schon 100 sein. Ich weiß es gar nicht. Das kann ich leider nicht hundertprozentig beantworten. Und kommen Sie schon? Ich höre noch niemanden, was mich ein bisschen. Oh, ich nehme es zurück. Ich habe ihn nicht gehört, aber ich habe ihn gesehen. Der Okay, von wo kommt er? Dude. Ach, da ist er. Ich habe die falsche Axt in der Hand. So, schnell wechseln. Oh nee! Der hat ein Oh, Feuer in der Hand. Das heißt, er wirft mit Molotow-Cocktails das reingehen und schlafen. ja, okay. Warum sitzen die immer auf diesen Baumstümpfen rum? Hört auf, das sind unsere naturgebauten Hocker. Schweine. Hilfe. Rein hier. Komm. Und schlafen. Nein! No, wir dürfen noch nicht schlafen. Dann raus aus dem Haus, bevor sie wieder auf dem Haus rumkloppen. Okay. Ihr Schweine. Was geht ab, Fab? Zieh dich hier. Weißt du was? Er bringt schon Feuer mit. Also, darf jetzt live erleben, Oh ja. wie Oh, der sich. hat mich ja voll verwischt. Mist. What? Ja, Welcher war zwei das? Hits. Ach, der Bob mit seinen vielen. So Ja. vielen. Oh, scheiße, das muss man. Abgang. Nein, geh weg. Das verzieht Aber dich, ich. ich muss ihn aufheben. Hä? Hast du eh gedrückt? Nee, oder? Nee, nee. Wieso Nee, kein. nee, ich. Warte kurz. Der Der Totenkopf füllt schiebt dich sich. gerade rum. Warte mal, jetzt. Ja. Stein. Der will Hä? mich in Da die ist kein Höhle E mehr, um dich ziehen. aufzuheben. Was zur Hölle? Jetzt verzieh dich mal hier, ey. Ohne Spaß. Sackgesicht. Ich prügel den jetzt in unser Haus rein. Das ist mir jetzt völlig Ja. egal. Stirb, Sa. Der hat's. Ich kann dich nicht retten. Das Nein. ist die Spot. Jetzt. Oh Gott. Jetzt verzieht euch mal. Warte mal, ich mach gerade mal ein paar andere Sachen. Mit E, so kann ich die. What the sh. Hört auf, ihn rum zu. Aua! Oh Gott. Die wollen mich wahrscheinlich in die Höhle ziehen. Oh, kranke Scheiße. Aufhören. Hey, die, raus aus dem Haus. Also sowas von raus. Ich bin jetzt bei ungefähr zwei Drittel. Das ist so doof, dass ich jetzt gerade nichts machen. Ups. Ich höre dich, Tiffany. Ja. Jetzt hör auf, wieder rumzuschieben. Ich vermute, genau deswegen kann ich dich auch nicht aufheben. Ah.
jetzt, ja, Mist, das ist jetzt ein bisschen knapp. Jetzt haut ab hier, ich will ihn aufheben, meine Fresse. Ich kann dich nicht, warum nicht? Oh. Ach, das ist doch blöd, du spawnst halt am Flugzeug und kannst einen Teil von deinen Sachen wieder aufheben. Okay. Aber die Frage ist halt, was ist da dabei, das weiß man nie. Das shit. Oh. Mist, Mist. Ey, das nervt mich total, dass ich da nichts machen kann. Krass. Ja. Auch wenn ich mich duck nicht? Nee, aus einem anderen Winkel nee, vielleicht? Nee. Anscheinend nicht. Ach, das ist doch schon wieder ultra. Hä? Ja. Du stehst bei mir gerade? Jetzt nicht mehr. Hat sich jetzt komplett umgehauen? Ja. Ah, okay. Also ich bin, ja, ich bin definitiv wieder bei mir. Blöde Tiffany. Ja, renn einfach los. Hierher. So. Schlafen können wir eh nicht. Okay, was ich dabei habe, hast du ja gesagt, ist irgendwie, ja. Boah, gehen die mir auf den Sack gerade. Das war jetzt irgendwie uncool, was sie da gemacht haben. Ja. Aber gut, ohne Sterben klappt nicht, haben wir auch noch nicht geschafft. Früher oder später einmal erwischt sein immer. So, dann mache ich mich mal auf den Weg zu dir. Ich zeige dir jetzt erstmal, was passiert, wenn man hier ankommt. Ich bin jetzt mal gespannt, was ich verloren habe. Ich gucke lieber noch nicht rein. Ich werde mich erstmal zu dir durchschlagen. Oh, die Reparaturkosten werden wieder heftig, aber gut, ich gebe es zu, ich habe selber auch reingehauen. Aber oh. Ich vermute mal, die zwei Hits, ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber wird bestimmt anhand, dass ich, dass mein Lebensbalken vielleicht nicht so hoch war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das irgendetwas war möglich, sehr merkwürdig dran. Die sind, glaube ich, auch sehr stark. Ich höre hier schon wieder so einen. Hallo. Nicht komisch gucken, herkommen oder weggehen. Ganz einfach. Keine Gnade. So. Wo ist denn... Oh. Und die kommen jetzt gerade echt ungelegen. So kurz vor, wir können pennen gehen, kommen die hier noch an. Einfach unglaublich. Kein Respekt. Oh mein Gott. Nein, ich häng fest. Oh mein Gott. Bloß nicht festhängen. Worst case Szenario. Hängen bleiben. What the? Durch die Wand glitschen? Was soll denn das? Aufhören. What the? Nein! What? Die prügeln mich hier durch die Kante durch, die dumme Sau. Jawohl, brenn. Jeder kriegt, was er verdient. Was? Jetzt brennt sie nicht mehr. Hallo? Jetzt ist das Feuer kaputt. Diese blöden Schädel, die hier im Weg liegen. Ah. Boah, jetzt habe ich keinen. Boah, Gott, jetzt habe ich aber echt Glück gehabt. Da unten ist ein Rudel von 5 Stück vorbeigelaufen. Ja, die sind auch, ziemlich viele sind auch gerade in der Base. Sammel dein Zeug ein, so gut es geht. Ich versuche die hier am Krematorium irgendwie abzulenken. Aha, jetzt habe ich das vergessen hab. Was? Am Flugzeug mein Zeug einzusammeln. Nee, dein Zeug liegt hier in der Base. Du hast jetzt einen Totenschädel im HUD. Ah. Ich bin noch nicht nie vollständig gestorben. Hey. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Okay, ich komme. It's my crib. Wow. Oh, Scheiße, jetzt bin ich gleich tot. Nein. Holy fucking moly. Ich block gerade einfach nur, lauf rückwärts Richtung Hütte. Okay. Und sprint. Go fuck off, geh weg. Hört auf, den Anzug gaffen. Und ins Haus rein. Und ins Haus rein. Und. Die Tür zu. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja. Weil wir können dann pennen. Boah. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte abkürzen und rüber schwimmen. Alles cool. Boah, shit, ich kann das Haus nicht reparieren. No way. Ich sehe unsere Base. Echt? Ich sehe unsere Base schon kaputt gehen. Könnt ihr euch mal beruhigen hier? Es ist ja unfassbar, was ihr da abzieht. Okay, das Ufer kommt gleich in Sicht. Jawohl. Ich versuche jetzt einzeln durch die Tür zu poken. Ja. Wenn es funktioniert, dass die einzeln reinkommen, wäre das ultra epic. So. Fall um. Gilt auch für dich. Also ich bin auf dem Weg. Ich sehe dich schon. Also dein Name. Ich kann das Haus nicht mehr reparieren, das ist blöd. Scheiße. Dann kommt doch durch die Tür rein, du Sack.
So, jetzt die Tür ist offen, komm rein. Das ist gut, wenn die einzeln reinkommen, kann ich sie nämlich schön kaputt machen. Ja. Weil wenn sie von außen drauf machen, ist das... Oh, alter Schwede. Hallo, hört auf damit. Hier, eine Leiche. Das passiert, wenn ihr so weitermacht. Ich versuche, die an die Tür zu pullen. Das ist gar nicht so einfach. Okay, so. Echt, komm, das... Komm. So. Komm her. Wie viele sind da noch draußen? 3 oder so. Jetzt hör auf dem Haus rumzubrüllen und komm rein. Du Sack. Why? Oh, das sind 4. Was mache ich jetzt? Versuch durch die Tür irgendwie reinzukommen. Ja, warte. Oh, da ist noch einer drin. Oh nein, am Bett wird aber. Vom Bett lässt aber deine Finger weg, mein Freund. So. Weil das Bett bleibt ganz. Das ist hoffentlich klar. Hier noch eine Leiche zum Fenster raus. Bitteschön, das passiert, wenn ihr reinkommt. Bist du drin? Ey, noch nicht. Ach, du bist auf dem Krematorium? Ja, ja, ich wollte den einen hierher locken. Komm rüber. Passt das? Hier alle ist, weg? Hier ist gerade ziemlich ruhig, ja. Okay, warte, ich guck mal. Ich muss mal gucken, wo sind sie? Okay, ich versuche rüberzukommen. Ich komm gleich nach. Einer steht unten im Krematorium drin. Sind leider, den muss ich noch poken. Okay, ich komm rein. Ja, geil. Oh. Den habe ich noch gepokt. Warte kurz. Bin gleich da. Ich schmeiß nur die... Du Zierkleins. Ich höre kein einziges Gekreisch mehr. Habe ich jetzt alle fertig gemacht? Doch, irgendwo ist noch einer. Krass. Eigentlich ist die Folge nämlich schon seit 2 Minuten vorbei. Es tut mir leid. Aber ich renne noch zum Bett. Heroisch renne ich noch zum Bett zurück. Bleibt der Totenkopf erhalten beim Speichern? Sammel dein Zeug noch kurz ein. Okay, warte, ich komm. Gib dir Deckung. Boah, die haben unser Fleischständer kaputt gemacht. Das war... Ah, ihr Schweine. Müssen wir einen neuen bauen. Egal, ich geb dir kurz Deckung. Ich versuch's zumindest. Der sammelt normalerweise alles mit einmal auf. Jetzt, ja, mach dann pennen wir kurz. Ich komm. Und dann gucken wir... Gucken wir in der nächsten Folge, dass wir die Bude reparieren. Die Tür, das geht ja gar nicht. So, schnell. Jetzt wird's schon wieder morgen. Nein, ich komm. Es wird schon wieder hell, warte mal. Ich hab mal auf Schlafen gedrückt. Nee, lass mal. Nee, lass mal. Machen wir nicht, weil es wird schon wieder hell. Ich wette, sonst schlafen wir bis Abend. Ich beende jetzt erstmal die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.